So, ich dachte, ich mache noch mal ein Update von meinem Kaffeebaum, den ich hier habe. Der hat noch ein paar Tropfen auf den Blättern, weil ich den gerade eben einmal abgeduscht habe, weil er sich irgendwie doch recht viel Staub auf den Blättern gesammelt hatte. Und ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt überhaupt ist. Müsste ich mal in meinen alten Videos schauen. Die ersten davon entstanden sind. Der ist jetzt, ich würde sagen, Meter hoch und ziemlich breit. Ist ja auch eigentlich kein Kaffeebaum, sondern eine Kaffeepflanze. Der wird ja auch da, wo er angebaut wird, eher buschig, als dass er hoch wird. Wenn man die manchmal im Pflanzencenter oder Supermarkt oder wo auch immer man seine Pflanzen kauft, sind da oft, ich sag mal, in einem Topf ganz, ganz viele Pflänzchen nebeneinander. Das ist aber meiner Meinung nach nicht gut oder nicht richtig, denn man sieht ja hier allein diese Pflanze in diesem Topf, hat hier schon einen ordentlichen Stamm. Die hat ja schon eine gewisse Größe und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass hier halt überall da, da, da und da noch mehr Äste wären oder Stämme, dann wäre das meiner Meinung nach einfach zu voll. Und selbst der hier, der ist, also wenn ich hier mal ein bisschen wühle, na da sieht man es jetzt nicht, doch hier sieht man schon die Wurzeln. Man sieht es, finde ich, auch hier oh, ganz gut, dass da direkt die Wurzeln sind. Also der hat dieses Substrat hier, das ist ja wirklich dieses Ponnen oder wie das heißt, komplett durchwurzelt. Den müsste ich eigentlich auch mal umtopfen. Man sieht ja, der Topf ist eigentlich ja, für so eine Riesenpflanze zu klein. Und obwohl der ja unten ein Wasserreservoir hat, ja, bin ich den echt sau viel am Gießen. Also manchmal, wenn ich in Urlaub fahre für eine Woche, dann gieße ich den halt wirklich fast bis der komplette Topf, also bis hier oben hin im Grunde genommen im Wasser steht, damit das dann halt reicht. Weil ich denke mir dann, okay, lieber eine Woche lang am Anfang ein bisschen sozusagen ertränkt, als ja, halt Wasser und dann trocknet der aus. Ne? Also ich meine, der kann die Trockenheit ganz gut ab. Also ich hatte schon öfter, dass im Grunde genommen die Blätter hier anfangen runterzuhängen. Die kriegen dann auch im Grunde genommen keine braunen Spitzen, sieht man ja. Also braune Spitzen hat der echt nirgendwo. Aber klar, riskieren will ich es nicht. Ja, ansonsten hatte der auch schon mal Kirschen, nennt man das ja, also Früchte gebildet. Nicht allzu viele, aber ich glaube so drei, vier oder so waren das. Und ja, ich stelle mich mal hin. So sieht der jetzt von oben aus. Blätter auch schön dunkelgrün. Hier sind auch ein paar neue Blätter. Hier, diese hier sind zum Beispiel neu. Auch ähnlich wie beim Kakao, super dünn. Und ja, der wächst ja eigentlich ziemlich gut. Mal sehen, wann er wieder Kirschen macht. Ich meine, manchmal fängt er immer im Winter an, hier bei uns zu blühen. Muss mal schauen. Vielleicht muss ich ihn auch einfach noch mal ein bisschen düngen. Hier werden auch schon wieder. Moment, einmal scharf stellen, so werden auch schon wieder neue Triebe gebildet. Dem geht es eigentlich gut. Es steht bei mir halt relativ warm, also drinnen halt auf der Fensterbank, am Südfenster. Gar nicht mal so viel Licht an der Stelle. Aber ja, ich finde, der wächst eigentlich ganz gut. Klar, hier sind jetzt so ein paar kahle Äste. Gucken. Ja, sind auch im Grunde genommen. Warum stellt er denn nicht scharf, der doof? Im Grunde genommen scharf. Ach, scharf. Im Grunde genommen tot, denn sind komplett durchgetrocknet. Ja, ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, lasst mich das gerne wissen. Ja, ich würde den wahrscheinlich jetzt demnächst mal umtopfen. Macht's gut.